Es wundert mich total und immer wieder, wie viele deutsche Begriffe in der amerikanischen Sprache geläufig sind, teilweise, wo ich das nie gedacht hätte. Ich fange auch direkt mit meinem Lieblingsbegriff an, direkt nach diesem schönen Intro aus meinem Zuhause, San Diego, California. Schadenfreude. Mein Lieblingsbegriff ist Schadenfreude. Deswegen mein Favorit, weil die Amerikaner keinen englischen Begriff für Schadenfreude haben. Denn die kennen das Konzept von Schadenfreude nicht. Sich über den Schaden eines anderen freuen, ist in der Grundsatzphilosophie des Amerikaners nicht vorhanden. Schadenfreude. From the German words Schaden and Freude, damage and joy. It means to take spiteful, malicious delight in the misfortune of others. Und ausgerechnet, die Deutschen, die haben ja ein eigenes Wort dafür. Und weil die Amerikaner es eben nur von den Deutschen kennen, hat man diesen Begriff von den Deutschen übernommen. Somit ist Schadenfreude, ausgesprochen übrigens Schadenfreude, durchaus also gängig in den USA. Nicht gerade für uns Deutsche eine würdige Aufnahme, Übernahme des Wortes, wenn man bedenkt, was es bedeutet. Frage an euch, könnt ihr euch denken, warum die Amerikaner wohl den Begriff Schadenfreude von den Deutschen übernommen haben? Würd mal gerne das wissen, was ihr darüber hält und dann auch gerne mit euch drüber in den Kommentaren unten diskutieren. Gesundheit. Gesundheit auf Amerikanisch heißt bless you oder Gesundheit. Versteht jeder Amerikaner, also wenn du sagst Gesundheit, geläufig ist natürlich der Begriff bless you, eher. Kommt übrigens so von God bless you, also hat eher eine so religiöse Wortherkunft, wobei es schon lange nicht mehr darum geht. Also es hat sich in den Sprachgebrauch etabliert, so wie in Bayern man ja auch sagt so, grüß Gott, ja. Das heißt jetzt nicht, dass du ihn oder sie oder es grüßen sollst, wenn du ihn siehst, sondern heißt einfach nur Hi, was geht, ja? Und so ist es auch mit Bless you und übrigens auch Merry Christmas jemandem zu wünschen, das hat mit Religion mittlerweile nichts mehr zu tun. Viele Amerikaner wissen auch nicht, dass Gesundheit vom Deutschen kommt. Sie sagen es einfach, wenn jemand niest, sie sagen Gesundheit. Übrigens in den USA niest man ja mit Achoo, während in Deutschland ja mit Hachi niest. Ich meine, im Türkischen ist es Hapshu und im Japanischen ist es Hakushon. Wie niest man denn in eurer Sprache, falls ihr noch eine andere Herkunft habt? Würde mich interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Darf ich ganz kurz eure Aufmerksamkeit auf diese wunderschöne Landschaft in San Diego lenken, sowie auch auf meinen heutigen Sponsor CyberGhost VPN. Nicht nur zu Hause, aber auch wenn man unterwegs ist, in Gaststätten, Flughäfen, Hotels, aber auch bei Updates von Apps auf dem Rechner oder Smartphone, alle diese Anbieter sehen deine IP. Und anhand der IP kann man mit einer Anfrage bei deinem Anbieter eindeutig deinen Namen, Telefonnummer und die Adresse abfragen. Mit CyberGhost VPN kannst du das mit einem Klick verhindern. Dort hast du eine Auswahl von über 9000 Servern und 90 Ländern und baust quasi einen Tunnel zu einem anonymen Server auf, von wo du aus surfst und keinerlei Logdaten gespeichert werden. Ob Frankreich, Kanada, USA, Japan und welches Land auch immer. Da es jetzt nach außen so aussieht, als wärst du aus einem anderen Land, kannst du somit auch bei Videostreams die Ländersperren umgehen und über 35 Videostreams aus aller Welt schauen. Zum Beispiel Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime, Hulu und so weiter. Als einer der größten am Markt mit über 38 Millionen Nutzern wird CyberGhost zudem von Trustpilot empfohlen. CyberGhost hat einen speziellen Link kreiert, mit dem man das Tool zu einem Rabatt von 83% erhält und somit nur für 2,03 Euro im Monat. Zusätzlich haben wir noch 4 Monate gratis dazugelegt und auch eine 45-tägige Rückgabegarantie. Dieses spezielle Angebot gibt es mit dem Link unten in meiner Beschreibung. Okay, zurück zum Thema. Übrigens, scherzhaft benutzt man den Begriff Gesundheit, aber auch wenn du zum Beispiel etwas zu lange ausführst oder schwierig es für dich ist, etwas auszusprechen oder er nicht versteht, was du sagst, weil du es zu kompliziert machst. Also, zum Beispiel, du sagst irgendwie Sachen wie, was sage ich denn jetzt, Anthropomorphismus ist eine Art der kognitiven Kunst zur Heuristik. Dann kann man schon mal antworten, Gesundheit. Was habe ich eigentlich gesagt für ein Quatsch? Anthropomorphismus ist eine Art der kognitiven Kunst der Heuristik. Sorry, jetzt muss ich auflösen, was das bedeutet. Ich habe das gerade erst gelesen. Wenn ich komplizierte Begriffe immer höre, dann lerne ich sie so lange, bis ich sie richtig aussprechen kann, ohne zu stottern. Das heißt, wenn man Gegenständen, also Anthropomorphismus ist die Vermenschlichung von Gegenständen oder Tieren, und wenn man Gegenstände menschlichen Eigenschaften zuordnet, fällt es uns einfacher, Lösungen zu erarbeiten. Ja, zum Beispiel Kindern den Ofen zeigen und sagen, nicht anfassen,
böse. Ja? Dann assoziiert das Kind den Ofen mit böse, also hat jetzt, der Ofen hat jetzt eine menschliche Eigenschaft. Und obwohl der Ofen ja keine bösen Gefühle haben kann. Ja? Also, wisst ihr überhaupt noch, wovon ich spreche? Ich weiß gar nicht mehr, wovon ich spreche. Ich glaube, ich habe komplett den roten Faden verloren. Gesundheit. Genau, seht ihr, also genau in solchen Fällen sagt man auch im Amerikanischen Gesundheit. Bratwurst. Auch das haben die Amerikaner komplett von den Deutschen übernommen. Sie sagen Bratwurst zu der Bratwurst. Hier mal eine sehr interessante geschichtliche Erklärung zu der Bratwurst. Nee, kleiner Scherz. Das interessiert keine Sau. Das ist auch völlig Wurst. Wurst. Völlig Wurst. Gölsch. Wusst ihr eigentlich, dass mein Zuhause, San Diego, die Bierstadt Nummer 1 auf der Welt ist? Es gibt nirgendwo so viele Brauereien, 10-mal so viel wie aus meiner ehemaligen Heimatstadt Köln. Bekannter als Bier in der Tschechei oder sonst wo. Da ich kein Bier trinke, habe ich da nicht so viel Ahnung, aber in San Diego wird sehr viel mit Bier geforscht. Wenn man hier eine Brauerei oder einfach nur so eine Kneipe betritt, werdet ihr euch wundern, dass es mindestens 10 Biersorten auf der Karte gibt und Kölsch ist auch eins davon. Also liebe Düsseldorfer, ich muss euch mitteilen, es ist nicht alt. Ja? Alt steht nicht auf der Liste. Das beflügelt mich mit Schadenfreude, euch das zu sagen. Müsli. Die Amerikaner kennen den Begriff Müsli. Die sagen Müsli dazu. Müsli. Weil sie das Ü nicht aussprechen können. Den kennt man ja zum Beispiel bei Ikea. Dort wird ja auch Müsli verkauft. Und auch hier bei vielen Supermärkten findet man Müsli. Wird als gesundes Pendant sozusagen zu dem sonst mit Zucker befüllten Cereals gesehen. Wird oft mit Keto, gesund, öko und so weiter hier also assoziiert. Pumpernickel. Pumpernickel oder Pumpernickel gibt es hier auch, made in Germany. Und so sieht das aus, also so wie wir das uns aus Deutschland vorstellen, wird aus Deutschland importiert mit dem gesetzlich vorgeschriebenen amerikanischen Label beklebt und verkauft. Aber darüber hinaus verkaufen Amerikaner auch normales dunkles Brot als Pumpernickel. Das hat zwar keinerlei Ähnlichkeiten mit dem Pumpernickel, was wir kennen, da kein Amerikaner so wirklich weiß, was echtes deutsches Pumpernickel, wie es aussieht und der Name einfach cool klingt, kaufen die das trotzdem. Wiener Schnitzel ist hier eine Fast-Food-Kette. Die sind bekannt dafür, dass deren Drive-Thru so ein Design hat. Wenn ihr aber denkt, dass man hier bei Wiener Schnitzel einen Schnitzel bekommt, dann muss ich euch enttäuschen. Wiener Schnitzel verkauft hier vor allem Hotdogs und Corndog. Wer es aber ganz exotisch haben will, bestellt auch schon mal Burger und Fritten. Und saisonal gibt es auch schon mal andere Sachen, wie zum Beispiel Tamales oder Cheese und Beef. Was hat das mit Wiener Schnitzel zu tun, fragt ihr euch? Ja, ist doch klar. Der Name, ja, ist doch Wiener Schnitzel. Und darauf kommt es hier an, wie cool etwas klingt. Und Wiener Schnitzel klingt einfach cool, weil es deutsch klingt und somit exotisch. Und das reicht den Amerikanern auch einfach so, ja. Und wie sagt man so schön, Packaging is everything. Zeitgeist, auch so ein schöner Begriff, den ich aber irgendwie nie im Sprachgebrauch verwende. Zeitgeist. Mir fällt kein wichtiger Satz ein zum Beschreiben unserer derzeitigen Epoche der Zeit, welches besonderen Merkmalen unterworfen ist, welches man als Zeitgeist beschrieben wurde. Ich glaube, den Begriff Zeitgeist in den letzten 30 Jahren keinmal verwendet, aber jetzt verschenke ich dieses Wort, als hätte ich eine Schatztruhe gefunden. Jedenfalls, Zeitgeist ist definitiv auch ein englischer Begriff. Schnaps. Ja, unter Schnaps versteht der Amerikaner Schnaps. Prost. Kaputt. Die Amerikaner benutzen den Begriff kaputt. This is completely kaputt. Hier würde jeder Amerikaner verstehen, was damit gemeint ist. Ist nicht ganz so geläufig, aber die Amerikaner spielen gerne mit der Sprache. Sie sagen ja auch Dinge wie FUBAR. Wisst ihr, was FUBAR bedeutet? Das steht für, ich darf nicht aussprechen. Das darf ich aber YouTube nicht aussprechen. Ja, okay, nächstes Thema. Kindergarten. Kindergarten ist nicht nur als Begriff, sondern auch als pädagogisches Konzept von den Deutschen übernommen worden. Kindergarten ist nämlich gänzlich eine deutsche Erfindung. Aber das wissen die Amerikaner nicht, für die ist das ganz normal unter dem Begriff Kindergarten, das ist einfach entsprechend geläufig. Angst. Angst ist ein amerikanischer Begriff, also die Herkunft ist deutsch natürlich, aber das Wort gibt es im Englischen, ihr wisst, was ich meine. Also es gibt auch hier ein sehr bekanntes Konzept und das nennt sich The German Angst. Ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland kennt, The German Angst. Und ich kenne viele, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es viele nicht kennen. Andere Länder auf der Welt, also außer Deutschland, haben für Deutsche einige Begriffe und Eigenschaften etabliert.
also was die glauben, wie die Deutschen sind. Und wir aus Deutschland, die haben das gar nicht mitbekommen, was die anderen so über uns denken, vieles. Eines davon ist zum Beispiel The German Stare. Viele Menschen, die in Deutschland, also zu Besuch oder einfach mal auch in Deutschland gelebt haben, haben etwas bei Deutschen festgestellt, die wir selbst nicht merken, weil wir damit aufgewachsen sind. Aber für andere scheint das ein charakteristisches Merkmal für Deutsche zu sein. Und das ist The German Stare. Ist angeblich die deutsche Art und Weise, andere Menschen anzustarren. Das heißt, die Deutschen würden andere nicht anschauen, sondern durch sie hindurchschauen. Keine Ahnung, ob es stimmt. Ich gebe nur weiter, was ich gelesen habe und was ich von anderen höre. Ihr könnt das aber gut beobachten in den USA zum Beispiel, wenn man hier jemanden anschaut, grüßen sie sofort. Jemanden hier anzuschauen ist also eine Aufforderung zur Kommunikation oder zur Reaktion. Vielleicht ist es das, ja, wenn so ein Amerikaner oder irgendjemand anderer dann sieht, dass ein Deutscher dann ihn anschaut oder sie, dann erwartet man wahrscheinlich etwas und also der denkt sich dann, warum würde man sonst jemanden anschauen? Ansonsten soll man wohl nicht hinschauen, ja, warum guckst du? So genau will ich das auch gar nicht untersuchen, damit, also wollte ich einen Schwenker zu dem Thema machen, The German Angst, ebenfalls international bekanntes Charaktermerkmal von Deutschen, angeblich hätte sich, ja, das muss ich dir anhören, das ist mega interessant, Leute, super krass. Das könnt ihr auch überall nachlesen. Und ich finde das total faszinierend. Die Deutschen, teilweise, die kennen das nicht, aber im Ausland, das scheint einfach Allgemeinbildung zu sein. Also, was ist The German Angst? Also, angeblich hat sich oder hätte sich im Zweiten Weltkrieg eine Art von kollektiver Angst bei den Deutschen etabliert. Also demnach sind Deutsche wohl immer besorgt um die Zukunft, machen sich ständig Sorgen um ihre Rente, planen ihre Rente, planen ständig ihr Leben, Absicherung spielt eine große Rolle, man würde Rechtsschutzversicherung und Haftpflichtversicherung ständig abschließen. Übrigens, beides ist also und überall auf der Welt eigentlich unüblich. Rechtsschutzsicherung, Haftpflichtversicherung, das kenne ich eigentlich nur von den Deutschen. Und das Versagen vor Politik ist immer sehr hoch, Angst vor internationalen Konflikten und Einsatz von Militär, das ruft also große Angstzustände bei den Deutschen hervor, Angst vor dem Streit mit dem Nachbarn und so weiter. Also Deutsche leiden angeblich auch seitdem am Stresssyndrom. Alles in Deutschland ist mit Stress verbunden, selbst schöne Dinge. Es gibt sogar Begriffe in Deutschland, die es nirgends auf der Welt gibt. Weihnachtsstress, Urlaubsstress. Der Begriff Uber, das ist deutsch und wird ständig benutzt. Die bekannteste Taxi-App oder wie auch immer man Uber und Lyft bezeichnen soll, Taxi-App, ja, heißt übrigens ja Uber hier. Es gibt auch Uber Conference hier und zahlreiche andere Unternehmen, die Uber heißen. Auch hier können Sie das Ü nicht aussprechen und schreiben und sagen Uber dazu. Poltergeist wird im Englischen verwendet. Der Steven Spielberg-Film von 1982 heißt ja auch Poltergeist. Oktoberfest, davon muss ich nicht erzählen. Überall gibt es hier mittlerweile ein Oktoberfest. 90% dieser Veranstaltungen haben aber mit Zelt und Bier nichts zu tun, sondern sind einfach so irgendwelche Straßenfeste, wie man das so in Deutschland kennt. Wisst ihr, so Kirmes, Foodtrucks, Stände mit Duftkerzen und selbstgestrickten Öko-Wolldecken und so. Bier darf man hier sowieso nicht in der Öffentlichkeit trinken. Daher gibt es bei diesen lokalen Oktoberfesten teilweise ja nicht mal Bier zu kaufen in den USA. Entsprechend kennen die auch den Begriff Beer Garden. Ich weiß nicht genau, was die denken, was es bedeutet, denn einen Garten, wo man Bier trinkt, habe ich in den USA noch nie gesehen. Wäre auch komplett verboten. Also wenn irgendwo Biergarten steht, dann ist es ein Restaurant, das einfach so heißt. Und noch zum Schluss, jeder Amerikaner kennt den Begriff Scheiße. So sprechen die das dann aus. Die finden das auch witzig, wenn ich denen sage, dass ich ursprünglich aus Deutschland komme. Mit gefüllter Freude, so irgendwie so im Einsatz, sagen sie es mir dann ins Gesicht. Scheiße. Und ich dann so, wow, you speak German. That's awesome. Und nach diesem Lob, ja, sagen sie dann nochmal so, Scheiße. So, ich so, okay, ich glaube, ich hätte ihn nicht so loben sollen. Was sage ich ihm jetzt? Yes, it means shit. Begriffe, die jeder Amerikaner kennt, sind weiterhin Doppelgänger, Sauerkraut und Lederhosen. Wobei Lederhosen die besonders witzig finden, weil sie es zu jedem anders irgendwie dann sagen müssen. Letztens war ich im Gespräch mit einem Amerikaner, der fragte mich, wo ich dann herkomme und ich sagte Germany. Dann wollte er wissen, welche Stadt, dann sagte ich halt Cologne. Ja? Der daraufhin, so wie Aftershave und ich sagte, genau, Eau de Cologne. Wurde in Cologne erfunden und zwar im Jahre 1709. Daher kommt der Name Cologne. Und nachdem er das also aufgenommen hat, sagte er dann, hey, that's so cool, Lederhosen. Okay. Also da hätte ich auch antworten können, Gesundheit.
solche völlig wirren Gespräche gibt es dann schon mal mit Amerikanern, wo ich gar nicht verstehe, was will er von mir? Lederhosen, Scheiße! So, okay. Also was habe ich noch auf der Liste stehen? Waltz, also der Tanz kommt vom Walzer. Brezel kennen die hier alle, die sagen das also so, die sagen Pretzel. Viele Hundesorten sind vom Deutschen übernommen worden, so ein Rottweiler, Pudel, Doberman. Aber zum Schäferhund sagen die komischerweise dann German Shepherd, übersetzt deutscher Hirte, keine Ahnung warum. Bauhaus sagt man auch zum Architekturstil, welches ja ursprünglich von einer deutschen Kunstschule konzipiert wurde. Man versteht hier drunter nicht einen Baumarkt. 99 Luftballons von Nena ist hier überall bekannt, und zwar die original deutsche Version. Und das Lied O Tannenbaum wird hier als Weihnachtslied in deutscher Sprache gesungen. Wir singen in Deutschland ja auch Lieder teilweise in Originalsprache, zum Beispiel Frère Jacques zum Beispiel. Weiterhin sagt man hier auch Fußball zu dem Tischkicker hier. Unter dem echten Fußball, dazu sagt der Amerikaner Soccer. Ja, und Football sagt er zu seinem eigenen Sport, der im Grunde mit Händen, Hüften, Köpfen und Schultern gespielt wird, aber nur nicht mit Füßen. Deswegen heißt es ja auch Football, weil es nichts mit Foot zu tun hat. Es gibt noch hunderte weitere Begriffe. Spiel, Wagon, Noodle. Kommt das von Nudel? Welche Begriffe kennt ihr noch so und was vermutet ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis bald. Mein großer Dank geht an meinen Sponsor CyberGhost VPN. Wenn ihr unterwegs oder auch von zu Hause surft und nicht abgefangen werden wollt, hilft es, anonym zu sein. Und da kommt CyberGhost VPN ins Spiel. Mit dem speziellen Link unten in meiner Beschreibung erhält ihr CyberGhost zu einem Rabatt von 83% für nur 2,03 € monatlich, 4 Monate gratis dazu und eine 45-tägige Rückgabegarantie. Somit geht ihr also kein Risiko ein.